Na ja, da sind wir schon wieder. Manche mögen es albern finden, dass ich da jetzt drei Parts von mache, aber er ist halt schon wieder abgestürzt. Ist mittlerweile nach drei und ich hab, wisst ihr, immer wenn ich einen Vlog mache, dann mache ich das Vlog gerne. Und wenn ich das Vlog dann bearbeite und rendere, dann habe ich wieder ewig keinen Bock auf Vlogs, weil mir das Renderprogramm 10.000 Mal abstürzt und da kann ich ein System nehmen, was ich will. Da kann ich auch ein Render. Ich habe schon mehrere Systeme und mehrere Renderprogramme durch und immer wieder diese Probleme. Also bin ich scheinbar einfach ein dummes Stück, keine Ahnung. Ich wünsche euch jedenfalls erstmal Hallihallo und ich habe jetzt einfach ein neues Projekt gestartet, habe mein restliches Gerede hier nochmal zusammengewuselt, synchronisiert und die Effekte reingehauen, grob und. Ich hab's nicht mehr geschnitten. Also wenn da kurze Sprechpausen drin sind, die bleiben drin. Ich habe einfach keinen Bock. Ich mache Dinge nichts, nicht mich mehrfach. Ich bin kein Papagei. Entweder es funktioniert oder ich lasse es bleiben und basta. So, nun ist echt gut. Ich will nämlich ins Bett. Und ich hatte eigentlich geplant, dass das Ganze heute Nachmittag schon fertig gerendert ist, abends hochgeladen wird und gegen später am Abend, gegen Mitternacht dann online ist. Und jetzt ist mitten in der Nacht Neujahr und ich habe jetzt drei Schnipselparts, ist noch nicht ganz fertig. Fürchterlich. Naja, ich will euch nicht weiter nerven. Hier kommt der Rest. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, dann kommt halt nichts mehr. Und ich wünsche euch an dieser Stelle dann einfach Ciao. Und ihr hört höchstens noch etwas auf schwarzem Bildschirm. Ja, und wieder. Zwar habe ich jetzt wieder keinen Bock auf Vlogs, weil das wieder alles drunter und drüber ging, aber wieder sollte ich mir endlich mal angewöhnen, kürzere Vlogs zu machen, damit es mir dann nicht wehtut, wenn es nicht funktioniert, sondern komm, mach's halt nochmal. Bis die Tage. Okay, es tut mir leid. Ich habe den Fehler scheinbar entdeckt. Es stürzt rein rechnerisch gesehen immer an einer einzigen Stelle ab und die ist mitten in der Videodatei. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung, ob das irgendwie beim Aufzeichnen mit dem Camcorder da irgendwie ein Fehler in die Datei eingeschrieben wurde aus Versehen. Den habe ich ja nun auch schon 7 Jahre. Der ist ja mittlerweile nichts Besonderes mehr. Aber vernünftige Camcorder sind teuer und ich habe mich darauf ja, schossen, dass ich einen Spiegelreflex dann demnächst, also als nächstes irgendwann mal haben wollen würde, because of es ersetzt sowohl Camcorder als auch Fotoapparat und ja, übertrifft beides, ne? Gut, meine Lieben, ich kann es verstehen, wenn ihr hier an der Stelle nicht weiter hier sein wollt, denn dieses ganze Video bleibt quasi bildlos. Ihr könnt es nebenbei als Podcast laufen lassen, aber ich kann die beschädigte Datei einfach nicht rendern und ich probiere es jetzt auch kein 10. Mal aus. Es ist mittlerweile morgens um 3:30. Ich mache mich jetzt frisch, gehe ins Bett und werde währenddessen hier einfach einen Podcast rausrendern, wie unsere News-Videos. Wort zum Sonntag nenne ich das einfach. Was sollst du da sonst noch zu sagen? Also, meine Lieben, ich starte die Tonaufnahme. Moin, moin zu Vlog 47. Ich möchte nur mal kurz Hi sagen. Ich werde euch natürlich wie jedes Jahr zeigen, wie der Weihnachtsbaum aufgebaut wurde und dabei ein bisschen quatschen. Wir sehen uns hier in diesem Setting kurz nach dem Video bzw. am Ende des Videos nochmal wieder. Bis dann. Da sind wir wieder. Lange kein goldenes Mikro mehr gesehen, ne? Weil ich da immer als Popschutz den Windschutz drüber hatte. Ja, ich hab's einfach mal wieder da zu Zwecken der Nostalgie, sage ich mal. Was ich jetzt sage, ich glaube, ich habe das schon öfter gesagt, aber ich glaube auch, man kann das nicht oft genug sagen. Jetzt an Weihnachten bekommt man überall so, ich sag mal, eine heile Familie vorgelebt, wo keine ist. Warum muss man an ein paar Tagen im Jahr mit Leuten auskommen, die man den Rest des Jahres mit dem Arsch überhaupt nicht angucken würde? Ich finde, das ist absolut unnötig und geheuchelt. Und dann sagen Leute, ja, die erwarten das doch, ja, das muss man doch.
Nö, ich sag mal, die Leute können ja erwarten, was sie wollen. Was man am Ende macht, ist ja die eigene Sache, ne? Da kann niemand reinpfuschen. Und ja, und man, und ja, man hat ja recht, aber das geht doch nicht so. Ja, natürlich geht das. Das ist unglaublich. Wenn ich über den Friedhof laufe, sehe ich gerade um diese Zeit alles schön Lichtern, überall stehen Grablichter, alle denken an die Toten und wenn Weihnachten rum ist, ist wieder alles scheißegal. Wenn ich so rausgucke, hier alles schön und bunt und happy und alle freuen sich und wenn Weihnachten vorbei ist, ist alles wieder vorbei. Und das ist so eine Geschichte, wo ich sage, genauso wie wenn ich mich gut fühlen möchte, wenn ich feiern möchte, etwas zu, da muss ich nicht etwas zu feiern haben. Da muss man mir nicht von außen erzählen, weil ich das kann, weil ich das darf. Du musst Geburtstag haben, es muss Weihnachten sein, was weiß ich. Ich kann jeden Tag zu einem guten Tag machen und ich kann mich jeden Tag freuen, ich kann jeden Tag glücklich sein und feiern. Dazu brauche ich absolut kein Datum, das geht immer. Und man kann auch außerhalb von Weihnachten Leute lieb haben. Und deswegen, ich habe zum Beispiel dieses Jahr Weihnachten relativ zurückgezogen verbracht. Ich habe auf der Couch gelegen, sage ich jetzt mal, also hauptsächlich. Ich hatte mehrere Möglichkeiten. Am Ende wollte ich mich dann auch, ich sag mal, gegen niemanden entscheiden. Bis mir dann aber am Weihnachtsmorgen tatsächlich so aufgefallen ist, warum eigentlich gegen jemanden, ne? Am Ende hätte ich mich ja nach dieser Logik gegen jeden entschieden. Aber alles Nein ist ja auch wieder ein Ja, ne? Weil alles hat ja zwei Seiten. Jede Schwingung hat ja immer sofort ein Gegenstück. Man kann ja nicht nichts tun. Wenn man sich für etwas entscheidet, ne? Dann hat man sich zwar nicht für eine andere Sache entschieden, aber dann ja nicht gegen diese Sache, sondern eben für eine andere. Für sich vielleicht. Für sich heißt nicht gegen andere. Das verstehen viele nur nicht, weil die glauben, die hätten einen Anspruch auf einen. Und ich hatte halt, wie gesagt, sehr entspannte Weihnachten. Das war jetzt auch nicht schlimm für mich. Heute zum Beispiel ist Silvester für mich hier. Also nicht nur für mich, für viele andere auch. Aber ich sag euch nur, falls ich das heute nicht mehr schaffe hochzuladen, sondern erst Neujahr oder am 2. oder so, dann wisst ihr, während ich das hier aufnehme, ist Silvester. Und da sage ich euch, ich wünsche euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf jeden Fall. Und wenn ihr das im neuen Jahr seht, dann wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Aber seht das eher als Grenze nach dem Motto, das war 2016 kompakt betrachtet. Was kommt jetzt wohl 2017? Seht es nicht als, ab jetzt darf ich mir wieder neue Vorsätze nehmen oder so. Auch das geht immer. Ihr könnt jederzeit etwas ändern. Ob es nun ein Umzug ist oder ob es eine neue Partnerschaft ist oder so, also diese größeren Umschwünge oder ob es irgendwelche kleinen Dinge sind, die gehen immer. Das geht auch am 15. März oder am 13. Juli. Man kann jederzeit alles anders machen im Leben, was man möchte. Dazu braucht es auch kein vorgefertigtes Datum, wo man sagen kann, und ab jetzt kann ich sagen, oh, und hier gute Vorsätze und so. Natürlich sind gute Vorsätze was Schönes, aber auch das ist nicht begrenzt auf Neujahr. Genauso wie Weihnachten. Also, wo die Liebe eben nicht begrenzt ist auf Weihnachten. Es ist nicht so, dass wir uns nur an Weihnachten lieb haben dürfen, weil es ist ja eher so ein Empfundenes, an Weihnachten muss man sich lieb haben. Müssen wir mal gucken, was wir hier finden. Vielleicht irgendeinen Kram, den wir irgendwo bei Tante Emma im Schaufenster sehen, den wir kurz jemandem kaufen, haben wir halt ein Geschenk, dann sind wir durch damit. Dieser Vorweihnachtsstress, wie er ja empfunden wird, da frage ich mich, wenn man wirklich irgendwas schenken möchte, warum kann man das nicht jederzeit machen? Warum muss man das an dem Tag machen, wo es alle machen? Und warum machen es alle? Ja, es ist halt ein kommerzialisiertes Fest. Das kurbelt die Wirtschaft an. Dass ich darüber sage, ja, man muss ja eigentlich gar nicht auf den Tag fixieren oder so, das ist natürlich unwirtschaftlich gedacht, aber es ist menschlich gedacht, ne? Aber Leute, wie gesagt, ich möchte damit nur sagen, macht niemandem was vor, nur weil Weihnachten ist. Und denkt nicht, dass nur weil Weihnachten ist, muss man sich lieb haben, muss man sich beschenken. Weil ich denke, dass dieses weihnachtliche Schenken kein Schenken, sondern ein Geben ist. Man muss halt hier, ne, nimm. Ne, das ist hier, geb dir. Aber nicht, ich schenke dir, weil ich das möchte, weil mir danach ist. Weil ich das jetzt ausgesucht habe. Das ist nur so, oh Gott, was können wir denn hier eben kurz hier? Und auch ja, ja.
Im Zweifelsfall, ach komm, reicht nicht auch ein bisschen Geld oder so, kannst du selbst was kaufen. Ne? Also so, das ist halt dieses Weihnachtsgefühl, was ich ganz oft mitkriege. Ich meine, Leute sagen, nein, ich meine das aber ernst. Ja, warum meinst du das denn nur an Weihnachten ernst? Ne? Also das ist halt so eine Geschichte, wo ich sage, nehmt es nicht zu ernst. Es gibt auch sehr viele Weihnachtsboykottierer, die sagen, bleib mir mit Weihnachten fern, wünsche mir nicht frohe Weihnachten, ich finde das Fest schrecklich. Gerade auf Facebook ganz oft gelesen, ich wünsche mir nicht gute Weihnachten. Das, so sehe ich das nicht. Man kann schon frohe Feiertage wünschen. Gerade da, also ich sag mal, jeder, der das ganze Jahr arbeitet, das, da gehört die Weihnachtszeit und ums Neujahr auch zu der längsten zusammenhängenden Zeit, wo man oft eben gesetzlich auch frei hat. Also von daher sollen die Leute ja feiern, wenn denen ihr Beruf nicht so gefällt. Dass das dann der falsche Weg ist und der falsche Ort, das habe ich zwar schon auch oft genug gesagt, aber es ist hier nicht Thema. Und genauso, ich sag mal, ich habe ja auch einen Weihnachtsbaum da stehen, weil ich es schön finde, weil ich es gemütlich finde, weil es für mich eine optische Begrenzung des Jahres ist und nach dem Motto, hier ist Ende, jetzt kommt wieder ein neuer Lebensabschnitt, wieder ein neues Jahr. Das hilft mir nicht im Sinne von, aber jetzt darf ich Dinge anders machen, so wie das eben oft gesehen wird. Nein, es ist für mich eher, jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, der beobachtbar ist. Ich denke in Jahren, das hilft dem Menschen einfach, in Jahren zu schauen, was ist passiert. Und für mich ist der Weihnachtsbaum halt einmal schön, einmal eine Erinnerung an Oma zum Beispiel, wo wir auch jedes Jahr zu Weihnachten halt einen Baum hatten. Und eben so dieser wirklich, dieser gesetzte optische Jahresendpunkt, der kommt nämlich zum Beispiel morgen vielleicht schon wieder raus, ne? So in dem Dreh, weil dann ist neues Jahr. Dann hatte ich den da über 2 Wochen stehen, alles, bin ich happy. Und manche sagen, es ist Geldverschwendung, sage ich, ja und? Guck mal, es gibt Leute, die geben das Geld für einen Weihnachtsbaum jedes Wochenende auf eine Party auf und saufen es und es ist weg, nach einem Abend schon. Also das sehe ich jetzt nicht so dramatisch als Geldverschwendung oder so. Ach Mensch, bist du hier gar nicht mit Familie oder so, nur für dich selbst und Baum ist doch eine Verschwendung. Wo ich sage, nö, ne, ich kann mir auch sonst irgendwelchen Schrott kaufen, das ist ja, das wäre genauso eine Verschwendung in Anführungsstrichen. Wie gesagt, da ich kein Partymensch bin oder Disco-Mensch und dauernd um die Häuser ziehe unterwegs bin, spare ich im Endeffekt ja durchaus Geld. Ja, relativ, ne? Mit 409 Euro im Monat ist das Sparen sehr relativ. Aber ihr wisst, was ich meine. Wofür man es ausgibt, ist am Ende jedem selbst überlassen. Und ich finde, es ist keine Verschwendung, wenn es einem gefällt. Und wenn es auch nur kommt, ist es einmal im Jahr. Und andere Leute, die halt jedes Wochenende saufen gehen und da jeden Monat einen Huni für rausballern, da ist es auf einmal, das ist ja normal, ne? Das ist ja, was weiß ich, gesellschaftliche Pflicht oder so. Nee, das ist unglaublich. Lasst euch nicht so festsetzen auf Daten. An dem Tag darf ich das und das, an dem Tag muss ich das und das. Und lebt euer Leben, genießt jeden Tag. Ihr könnt euch jeden Tag freuen, jeden Tag lieben und jeden Tag alles anders machen. Das ist die Nachricht, die Message, die ich hier loswerden wollte. Etwas eigentlich Selbstverständliches, etwas, was ich so auch garantiert schon oft angesprochen habe, aber was man nicht oft genug sagen kann. Zumindest, wenn ich sehe, wie das da draußen so gelebt wird. Ja, von daher trotzdem frohe Weihnachten gehabt haben und guten Rutsch und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Wie gesagt, geplant auch mal wieder ein bisschen mehr Streaming und baut keinen Unsinn. Tödelö. Ja, dann sage ich jetzt mal ciao. Und ja, die Qualität eben war nicht so perfekt wie jetzt zum Beispiel das, was ich gerade spreche, weil ich das Mikrofon, das hat halt eine Richtcharakteristik und ich habe das falsch rumgehalten. Also habe ich jetzt auch schön, Tiefen drin, Schall drin und es ist nicht klar und schön. Das liegt nicht unbedingt am Mikro, sondern darum, wie ich es rumgehalten habe. Da ich halt so selten das Mikro aus meiner Halterung nehme, kann so eine kleine Dummheit dann schon mal passieren. Auch dafür bitte ich um Entschuldigung. Und mein Gott, da wir jetzt am Ende 3 Parts haben, ist doch eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil so habt ihr 3 kleine Videos zum Angucken und startet nicht das Jahresend-Vlog und seht direkt wieder, boah, was nur über eine Dreiviertelstunde hier, oh boah. Natürlich sind viele sehr glücklich mit halber Spielfilmlänge, aber die meisten auf YouTube sind doch eher sehr kurze Videos gewohnt und deswegen bin ich
gezwungen dem ja sogar ein bisschen entgegengekommen. Also gewöhnt euch das nicht an, dass es demnächst 1000 Schnipselchen gibt, entweder ganz oder gar nicht. Und da ich wieder mal gemerkt habe, dass ich bei langen Videos scheinbar irgendwie die Effekte sich verhaspeln und dann meine Grafiktreiber irgendwie rumspacken und so ein Scheiß. Warum auch immer, ich bin da einfach vom Unglück verfolgt. Auf allen Systemen, die ich bisher hatte und auf allen Renderprogrammen, die ich bisher nutzte, gab es Probleme. Ich habe mittlerweile, im Moment habe ich das bisher stärkste System, das ich je hatte und benutze das bisher umfangreichste, beste, aktuellste Renderprogramm, das ich je benutzt habe und trotzdem noch die Probleme. Also ich muss verhext sein. Ich bin ja auch kein Höhlenmensch. Ich weiß ja, wie ich die Sachen bedienen muss. Aber ich sehe dann einfach, oh, Vegas funktioniert nicht mehr. Oder manchmal möchten sie, es ist ein Problem aufgetreten, möchten sie eine Fehlermeldung senden. So und oder reagiert nicht mehr, Problem, Absturz, debuggen oder beenden. Und das ist so dieses, weiß ich nicht, also da egal was ich nutze, es gibt dann einfach Probleme. Magix hat sich lieber aufgehängt. Vegas sagt mir wenigstens noch Bescheid, wenn es sich verabschiedet. Aber ja, das funktioniert, das geht nur bei umfangreichen Projekten. Also wenn ich eine lange Länge habe und viele Effekte und Spuren nutze, Let's Plays kann ich auch stundenlang haben und rendern, ist nix bei. Da hat eher YouTube das Problem, wenn ich es hochlade, dass beim Hochladen Fehler passieren und ich es nochmal hochladen darf, weil auf einmal irgendwie nur ein paar Sekunden sind, hatte ich ja nun schon 2-3 Mal. Also egal was ich mache, ich habe mit diesen Medien, ich habe Pech. Und deswegen, ja, die jetzt auf dem Blackscreen hier noch zuhören, wie ich meckere und mosere, vielen Dank dafür, dass ich hier angehört werde. Ja, ich möchte, glaube ich, einfach mal wieder kürzere Projekte machen, wo ich kurze News zusammenfasse, in denen ich euch dann, weiß ich nicht, wo ich dann auch mal wieder mehr Effekte habe mit einem schönen Hintergrund, der sich von mir abhebt, dass ich mich irgendwo reinsetze. Also einfach mal so ein bisschen mehr Effekte, aber kürzer, ne? Weil die Messages, die ich euch mitteilen möchte, würde ich mal öfter als nur alle paar Monate was senden, dann könnte ich auch 5-Minuten-Videos machen, wie das auf YouTube normal ist, wie es jeder macht, ne? Jetzt können natürlich Leute sagen, oh, muss doch nicht, was jeder macht, machen. Ne, das stimmt. Aber das ist ja auch für mich angenehmer, ne? Lieber öfter mal weniger als hin und wieder dann ganz viel und damit dauernd Pech haben und alles stürzt ab. Also, an dieser Stelle habt ein frohes neues Jahr und wie ich im letzten Video schon ankündigte, lasst euch nicht runterziehen, wenn ihr alleine feiert. Es gibt einen 1. Januar und dann gibt es wieder einen 2. Januar und dann feiert niemand mehr und es sind auch wieder alle normal verfügbar und ihr habt nichts verloren. Setzt euch in solchen Momenten lieber mit einem Buch auf die Couch oder wenn ihr nicht so gerne lest, haut euch einen Film rein oder wenn ihr keine Filme schaut, schmeißt euch ein Computerspiel rein. Oder wenn ihr keine Computerspiele mögt, wuselt auf YouTube rum, chattet, streichelt euer Haustier. Ne, also wenn wirklich niemand verfügbar ist, dann beschäftigt euch doch irgendwie und trauert nicht. Und wer ganz weit ist, der braucht sich nicht mal irgendwas zum Beschäftigen suchen, der ist mit sich selbst zufrieden. In dem Sinne, bis bald.